So, unsere Fragen zum Abschluss bei Memoro sind 4 Stück. Bereust du etwas in deinem Leben? Bereue ich etwas? Ja, ich hätte gern noch rückwirkend mehr Zeit mit meiner Tochter verbracht. Bin mir ins Seil gefallen beim Bergsteigen. Da war ich eigentlich ausgesöhnt. Da kam der Lebensfilm so. Nur einfach der Punkt, mehr Zeit mit Naomi zu verbringen. So ein Punkt. Meine zweite Ehe hätte ich mir aussparen können. Aber das war auch eine Lernerfahrung. Und ansonsten muss ich sagen, ich hätte nicht wieder alles gleich gemacht. Bin mir nicht sicher, dass ich, wenn ich alles so gewusst hätte, wie das läuft, überhaupt Medizin studiert hätte. Aber ich bin doch froh, dass ich es gemacht habe. Und nicht gewusst hätte, was dann da alles in Auseinandersetzung kommt. Ich meine, auch Tamanga, ehrlich gesagt, alle, die was von Wirtschaft verstanden haben, haben mir gesagt, bist du irre? Und haben auch recht gehabt. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich es gemacht habe. Ich halte reich sterben für eine größere Sünde, ehrlich gesagt, in einer Welt, die so viele Probleme hat. Und da sind auch von mir viele Fehler gemacht worden, keine Frage. Ich bin einfach kein Hotelier. Andererseits bin ich aber froh, das gemacht zu haben, weil einfach dieses ist wie so, auch für mich wie so ein Symbol. Ich habe mal in Niederbayern das erste Null-Energie-Haus gebaut, was sogar mehr Energie produziert hat, als es verbraucht hat. Das war ökonomisch idiotisch, aber konnte man zeigen, es geht. Bayerischer Rundfunk hat sogar einen kleinen Film gemacht. Und dann, wo hat sich das mehr verbreitet? Heute ist das Standard. Und das ist hier auch ein bisschen so, klar. Wenn man gewusst hätte, wie schwer das ist mit diesen österreichischen Bestimmungen und also naja, Behörden. Aber trotzdem bin ich froh. Und jetzt kommt es so ins Laufen. Ökonomisch war es idiotisch. Ne? Also ich habe all mein Geld, was ich erredet und erschrieben habe, da reingesteckt und habe dann noch die letzten Jahre immer zwischen 150.000 und 200.000 noch dazu. Ging mit meinen Bestsellern, aber ist natürlich jetzt mit 68 nicht die Perspektive. So, jetzt werden wir in diesem Jahr das erste Mal plus minus null sein, mindestens. Und freut mich auch, war so ein auch längerer Weg. Das hätte ich nicht gemacht, wenn ich es genauso gesehen hätte. Aber ich bin jetzt froh, dass ich es gemacht habe. Insofern ist mir ein Bereuen eigentlich, ja, Naomi besuche ich jetzt öfter und komme dann auch mal her, haben wir schon geplant. Also so richtig krass bereuen, kann ich gar nicht sagen. Welche Pläne hast du noch im Leben? Ja, welche Pläne habe ich noch im Leben? Das mag ja ein bisschen großspurig, arrogant klingen. Ich würde gerne die christliche Fastenzeit wiederbeleben. Ja, so wie ich früher ein paar hundert begleitet habe, jetzt ein paar tausend Begleiter, habe ich schon so einen Traum. Der würde so viele andere Dinge abdecken, ja, wenn wir Millionen wären, die fasten würden. In der christlichen Fastenzeit und einmal auch im Herbst, dann könnten alle ihr Idealgewicht haben. Wir hätten ein Feld ansteckender Gesundheit. Das ist auch so eine Lieblingsidee von mir. Und wir hätten eine ganz andere Medizin, die wäre automatisch viel mehr psychosomatisch in Richtung Krankheit als Symbol. Wir hätten automatisch eine Ernährung, pflanzlich vollwertig Richtung Peace Food. Also es würde vieles so unter einen Hut bringen. Wir würden die Angst vorm Alter verlieren, dass das wirklich ein Geschenk wird. Und wir müssten nicht annähernd so viel Krebs haben, wie wir haben. Und. Da würde sehr vieles so zusammenkommen auf dieser Basis. Aber es gibt auch andere Träume, dass wir unseren Abend wieder zum Feierabend machen. Ja, also da geht dann dieses Buch Hollywood-Therapie, was Spielfilme uns verraten, rein in die Richtung. Viele Leute sind so im Widerstand mit ihrer Arbeit. Ja, Vormittag verloren, Nachmittag verloren, abends hängen sie vom Fernseher ab. Ich meine, da ist nachgewiesen, jede Stunde Fernsehen erhöht die Alzheimer-Wahrscheinlichkeit nach Michael Nels, dem deutschen Arzt, Genetiker, um 34%. Das ist dramatisch, wenn die Deutschen 3,5 Stunden schauen. So, also wenn wir den Feierabend mit einem guten Spielfilm wieder schaffen könnten und dann würde die Nacht auch besser werden, wäre das auch ein guter Hebel, unser ganzes Leben wieder in den Griff zu kriegen. Mit dem Feierabend üben wir den Lebensabend. Ja, also auch so ein Ansatz in diese Richtung. Ja, und da gäbe es noch ein paar so Träume, eben Tamanga so aufblühen zu lassen, dass so viele Menschen merken, na, guck mal, das geht. So kann man leben. Und dass es dann einfach mehrere solche Lebensgärten, viele solche Lebensgärten gibt und dass die vielleicht sich mal verbinden zu Inseln und zusammenwachsen. Ja, das nächste ist jetzt Tamera in Portugal. Also das ist ein Stück weit weg. Aber da gehen noch viele Hoffnungen hinein und ich glaube, diese Sharing Economy ist eine gute Möglichkeit dazu.
Ja, und diese Energien sind ja da, wenn ich heute die Fridays for Future sehe, das ist eine wunderbare Energie. Das müsste einfach weiter werden, nicht nur das Klima, sondern alles Klima, auch zwischenmenschliche und so weiter. Die ganze Umwelt gehört da einbezogen. Und diese Energie würde ich so gern beflügeln mit demselben Schwung, den wir als Hippies hatten. Wir haben viele Fehler gemacht. Deswegen habe ich Future for You geschrieben, direkt für die Fridays, dass die einfach nicht dieselben Fehler machen. Man muss bei sich anfangen, so wie die Greta Thunberg, die ist vegan. Und das ist das Wichtigste für Klima und Umwelt, was wir tun können. In diesem Sinne gibt es immer wieder so kurz, das habe ich ja sozusagen aus dem Affekt geschrieben, in kurzer Zeit in Zypern, damit sozusagen da einfach Energien, die schon da sind, einfach sich besser entwickeln können noch. Ich glaube, wir hätten gute Chancen. Wir müssen sie nur packen und müssen auch ein bisschen lernen, dass wir nicht alles zerreden, dass wir nicht alles wieder mies machen. Das ist ja schrecklich, wenn ich da beim Facebook reinschaue, was da für Klimaverweigerer und Leugner gibt, so kleine Geister, das ist ganz beschämend. Ja, dann die Greta, ja, die wäre gar kein Asperger, also Autismus, ich meine, die macht das Beste aus ihrem Krankheitsbild. Die hat natürlich Eltern, ich möchte mir auch nicht meine Eltern permanent vorhalten lassen. Ja. Was soll denn dieser Quatsch? Jetzt, dann wird ihr nachgesagt, dass sie jetzt da irgendwie ferngesteuert ist und so weiter, von Leuten, die gar nichts zusammenbringen, die kleinkariert nur nörgeln, schrecklich. Darf man nicht lesen am besten. Nee, habe ich mich auch schon dran gewöhnt. Da gibt es so ein paar, da wobei ich den Namen, ich lasse die drin, ich will die nicht streichen oder sowas. Aber das ist natürlich bei allen Sachen so. Es geht um Motivation, das ist das eine, das Bild, das finde ich ist prima, die wollen was tun für die Welt und es geht um die Ausreden. Und deswegen, da bin ich auch noch Spezialist, Schattenprinzip und so weiter, das ist glaube ich mein wichtigstes Buch, dass wir verstehen, was die Lieblingsausreden sind. Dass wir sie erkennen und nicht mehr drauf reinfallen. Und es ist doch wurscht, wer das Haus angezündet hat. Momentan ist es wurscht, die Erde brennt. Wir müssen da löschen. Und dann können wir immer noch schauen, wer hat sie angezündet, halte ich für wichtig, damit es nicht wieder passiert. Ja? Diese Gerontokraten, die können einfach mal pensioniert. Ist ja auch für die gut, vielleicht kümmern die sich mal um ihre Enkel, falls sie welche haben. Oder so. Irgendwas Wertvolles, Wichtiges, immer nur wirklich geistig, seelischen, spirituellen Fortschritt zu verhindern und die Welt zu ruinieren, kann doch nicht erfüllend sein für diese Politdarsteller. Ja, eigentlich muss man Mitgefühl mit ihnen haben. So, aber was erstmal passieren müsste, die Jugend muss die mal sozusagen abwählen, sich für was Neues entscheiden. Das wird auch passieren, da bin ich ganz sicher. Ja, einfach nur ideenlos zu sein und allen Naturschutz und Umweltschutz verhindern, wie die CDU, oder auch einfach nur ohne jede Inspiration, wie diese SPD, das reicht nicht mehr. Ja, also auch wenn da Adenauer und Brandt-Pate gestanden haben, ich glaube, die beiden würden das auch nicht gut schätzen, gut halten, was da läuft. Bin ich heilfroh, dass so ein Schwung kommt von den Jungen.